Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Bastel-Aufbau-Video von Lego. Ja, ich habe endlich mal wieder Zeit, was aufzubauen oder was anderes zu machen, als Kisten auszuräumen und die Wohnung aufzuräumen. Als Geburtstagsgeschenk, das kam aber etwas verspätet, von meinen Disney- und Freizeitpark-Freunden gab es dieses Blumen-Lego-Set. Ja, das hatte ich mir gewünscht. Also ich hatte es mal im Call erwähnt, dass ich das voll cool finde auf der Lego-Webseite, dass das voll cool aussah. Und da habe ich so erwähnt, ja, ich habe ja bald Geburtstag. Ja, und dann haben sie es mir doch geschenkt. Ich habe nicht damit gerechnet, weil wie gesagt, es kam später, als mein Geburtstag war. Es gab wohl Lieferschwierigkeiten. Aber das baue ich jetzt auf. Dazu haben sie mir noch eine passende Vase geschenkt. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es am Ende aussieht. Es hat 756 Teile und es ist ab 18. So, ich würde sagen, ich packe es mal aus. Also, enthalten sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tüten und eine Bedienungsanleitung. So, ich zeige euch mal, auf der Bedienungsanleitung sind die einzelnen Blumen abgebildet. So soll es aussehen und ja, ich würde sagen, wir beginnen mit 1. Das wird jetzt so schnell durchlaufmäßig, also ich lasse das Video schnell laufen mit Musik. Wenn es irgendwas Spezielles gibt oder ich mit einer Blume fertig bin, dann zeige ich es euch. Ansonsten lasse ich da einen Film laufen, weil da mein Fernseher steht, also wenn ich immer so zwischendurch dahin gucke. Lasst euch dadurch nicht irritieren, wie gesagt, ich fange jetzt an. Ich werde aber zwischendurch auch noch mal eine Pause machen, weil ihr seht, die Sonne scheint und ich muss auf jeden Fall noch eine Runde rausgehen, aber ich lege erstmal los mit 1 und dann schauen wir mal, wie lange ich brauche beim Steamboat Willy. Bin ja ein bisschen verzweifelt. Vielleicht geht es auch diesmal schneller. Ich muss auch nicht 2 parallel aufbauen. Ja, also legen wir los mit Nummer 1. Was ich gerade noch gesehen habe, ist, wenn man die Bedienungsanleitung aufmacht, dass zu jeder Blume, die ihr zusammenbaut, es eine Erklärung gibt, was es für eine Blume darstellen soll. Also wir haben hier eine Rose. Es ist auf Englisch beschrieben. Dann haben wir eine Snapdragon, ich weiß leider die deutschen Begriffe nicht, dann ein Lavendel haben wir hier, eine Aster, eine Daisy, also ein Gänseblümchen, eine kalifornische Poppy, also es gibt zu jeder Blume, die ist hier, die in der Packung enthalten ist, eine kurze Beschreibung, dann gibt es auch noch eine zum Artisten, also das, der das entwickelt hat, eine kurze Beschreibung und ja, dann geht's auch schon los. Und ich lese gerade, es gibt Teile in diesem Set, die wirklich aus Pflanzen hergestellt wurden. Also es heißt Plants from Plants und Lego will wirklich, dass die Lego-Steine auch ja, sustainable sind, also nachhaltig. Und ja, es gibt, und unten ist auch eingezeichnet, welche Steine wirklich aus Pflanzensachen hergestellt wurden. Also hier die zum Beispiel, finde ich echt, sind nur ein bisschen weicher, aber finde ich echt eine gute Sache. Schaut mal, meine Gänseblümchen sind schon fertig. Ging jetzt relativ schnell. Die kann man auch dann so bewegen in alle Richtungen, wie man das dann gerne dann im Blumenstrauß im Endeffekt hätte. Die erste Packung ist fertig und das sind die 3 Rosen. Es gibt eine gerade Rose und 2 so ein bisschen gekrümmte. Was ich auch cool finde, die Rosen haben sogar Dornen. Also wirklich sehr detailgetreu. Man kann die Rosen auch, Moment, jetzt möchte ich mal vorsichtig ablegen. Also das Blatt hier, das bewegt sich so ein bisschen. Bin ich ein bisschen nervig, dass es nicht fest ist. Aber man kann auch die Rosen hier zum Beispiel so öffnen, ne? Also dass sie etwas mehr blühen, dass sie ein bisschen weniger blühen. Also das ist alles, ja, kann man einstellen, wie man möchte. Ist da jetzt was abgefallen? Ja, da ist was abgefallen. Ja, Moment, aber ist ganz gleich wieder ranzutun. Genau, also vorsichtig mit den Blumen umgehen, wie im echten Leben. Ja, also das sind die 3 Rosen. Finde ich bisher echt wirklich schön.
Klar, es sind Lego-Bausteine, aber es ist sehr detailgetreu. Ich bin wieder da, bin 1 Stunde 20 spazieren gegangen, habe dann jetzt noch ein paar Waffeln gegessen. Jetzt bin ich gestärkt für Beutel Nummer 2 und 3. Ihr seht, ich habe die schon mal hier in die Vase getan, die fertigen. Die Vase ist ein Ticken zu hoch, finde ich. Man könnte, ich überlege mir jetzt, was da unten einfach was rein zu tun, zum Polstern irgendwie. Durchsichtiges Geschenkpapier oder so einfach da unten reinknüllen, dass sie ein bisschen hochgesetzt werden. Aber ich finde es bisher echt sehr, sehr hübsch. Also, ja, also Beutel Nummer 2 packen wir jetzt aus. Da kommen jetzt auch einige Blumen. Und die nächsten zwei Blümchen sind fertig. Einmal ein bisschen gebogen und einmal gerade. Ja, also macht wirklich Spaß, es aufzubauen. Ich finde es wirklich hübsch und ich bin sehr gespannt aufs Endergebnis. Aber so viel ist nicht mehr. Es ist nur noch Tütchen 3. Mein Lavendel ist jetzt auch fertig. Der war ein bisschen mehr Fummelarbeit, weil man hier jede einzelne Blüte sozusagen drauf basteln musste, aber es ging. Jetzt kommen noch ein bisschen Grün und hier noch, glaube ich, noch eine Blume, weil ich noch ganz viele. Ja, es kommt noch eine Blume und drei Blätter. Ja, er ist fertig, mein Lego-Blumenstrauß. Ich habe jetzt hier unten noch ein bisschen Glassichtfolie reingemacht, damit es sich ein bisschen erhöht und auch, dass es halt die Wasseroptik bekommt. Finde ich echt schön. Jetzt unten mit der Glassichtfolie. Und es war gar nicht so einfach, die Sachen jetzt hier so zu drapieren, weil die, ja, das hat sich schon wieder hier gedreht. Ja, also man kann es ein bisschen so biegen und so, die Blüten natürlich, ne, wie man das gern hätte. Mehr auf, mehr geschlossen. Man kann hier den Lavendel ein bisschen weiter ausbreiten. Jetzt kippt hier schon das eine Blatt. Ja, aber ich muss sagen, ich finde es echt hübsch. Was sagt ihr? Würdet ihr euch sowas jetzt hier in die Wohnung stellen? Als Deko? Ich weiß nicht, ob ich auf dem Tisch stehen lasse oder hinten unter den Kamin stelle, aber ich finde es auf dem Tisch eigentlich auch ganz hübsch. Vielleicht, das kann man ja immer irgendwo anders hinstellen, aber ja. Ich finde, es hat was, es ist irgendwie so ein bisschen modern, aber man von weitem, also wenn ich da in die Kamera gucke, ne, das sieht so cool aus als Blumenstrauß. Ja, also ich bin echt happy mit dem Geschenk. Vielen Dank nochmal an alle. Und ja, das war mein Flower Botanical Collection Flower Bouquet von Lego. Ich hoffe, dass Lego, es gibt noch einen Bonsai-Baum, aber den fand ich jetzt nicht so schön. Aber so ähnliche Sachen würde mich freuen von Lego. Mal sehen, was sie sich noch einfallen lassen. Die sind ja immer sehr, sehr kreativ. Also ich bin sehr happy mit dem Ergebnis. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video.